Er lügt. Der, wo eingebrochen ist, hat mir auch eine aufs Maul gegeben. Sag, wer war es? Komm her, du Clown. Oh mein Gott, Captain Steve, ich komme. Hallo und was geht ab, meine Freunde? Heute eine neue Runde Roblox. Und wir müssen heute den lieben, netten Piraten Steve befreien. Wie extrem und richtig gefährlich wird, das seht ihr nur hier. Also seid gespannt und dann würde ich sagen, let's go. Okay, das wird wahrscheinlich schon das Steve. Was für ein wundervoller, sonniger Tag. Den Steve ist im Anmarsch. Ach Gott, ist das süß. Okay, was sind das für Ich wette, du schaffst keine andere Soda. Okay. Oh ja. Wie viel willst du wetten? Ah ja. Hörst du das? Er hat Angst, dass er einen Zuckerrausch haben wird. Weißt du was? Gut. Oh. Da. Glücklich. Oh, netter Kostümmann. Was für ein Kostüm? Ahoi, Kumpel. Das ist ein Pirat. Möchtest du etwas Soda mit uns haben? Komm her. Na, das werde ich weitergeben, Kumpel. Wir gehen in den Club. Willst du mitkommen? Nee, außerdem wird Soda deine Zähne verrotten und deine Knochen schwächen. Meide es. Wenn du deine Gesundheit liebst. Wer bist du, dass du mir sagst, was ich tun soll? Jungs, helft mir hier. Hey, was machen die denn? Was soll das denn? Hey, Kapitän Steve, bringt mir den Kapitän Steve zurück. Wer soll denn mit seinem Schiff weiter segeln? Alles klar, also los hinterher. Wo hat dieser weiße Van geparkt? Ein nices Auto habe ich, muss ich schon mal sagen, ne? Okay, hier ist alles so eine Kleinstadt-Idylle. Alles so friedlich. Was sind das für komische Leute? Das geht mal gar nicht. Und dann auch in so einem Haus, wo man denkt, das ist eine nette Familie, wohnt hier. Und was ist das? Dann kommt sowas. Also, was habt ihr mit diesem Kerl getan? Er ist im Keller gefesselt. Das ist es, was er bekommt, wenn er uns nicht respektiert. Wir werden uns später mit ihm befassen. Komm. Okay, ich stehe. Lass uns in den Club gehen. Alles klar, schnell verstecken. Okay, und ja, jo, hier sieht man mich einfach gar nicht. Das passt ja. Okay, jetzt gehen die weg. Kann ich jetzt Captain Steve holen? Captain Steve! Komm wieder zurück! Oh mein Gott. Okay, die sind weg. Ah ja, und es ist schon auch gleich nachts. Alles klar. Gut, man geht ja auch nur abends in den Club, ne? Nicht irgendwie mittags. Auch irgendwie logisch. Okay, jetzt da guckt mein Kopf hinaus. Okay, jetzt muss ich in den Club gehen. Alles klar. Türe ist zu. Was sind das denn eigentlich für Leute? Das sind voll die Ganoven. Echt? Naja, aber wenigstens haben sie die Tür zugeschlossen. Also das ist ja schon mal, da sind sie ja schon mal ein bisschen vorbildlich, ne? Weil wenn man die Tür offen lässt, ist ja klar, da kann einfach jemand einbrechen. So wie ich, weil ich jetzt endlich meinen Captain Steve wieder haben will. Mann, die ganzen Schätze warten auf sich, hey. Die lassen sich nicht von alleine holen. Ihr scheint nett zu sein, aber ich muss jetzt gehen. Oh. Mann, ey. Was ist der Sinn davon? Lass uns einfach nach Hause gehen. Und wo ist Henry? Er ist auf die Toilette gegangen, weißt du? Alles klar. Er sagte, er hätte Bauchschmerzen. Großartig. Lass uns einfach gehen, er hat seinen eigenen Schlüssel. Nee. Hi. Lieber nicht. Willst du tanzen? Warte. Wirklich? Lass uns gehen. Mädel, ich glaube,
Du weißt nicht, auf was du dich da einlässt. Okay, wo ist die jetzt, die Toilette? Ah, da hinten. Alles klar. Dann, oh mein Gott, ich muss in die Männertoilette. Da will ich eigentlich überhaupt nicht rein. Zum Glück ist es hier so dunkel. Oh, excuse me. Nein, du bist nicht Henry. Da ist Henry. Hey. Ja. Was soll das? Wirst du sehen? So, jetzt Schlüssel genommen. Alles klar. Schnell raus hier. Puh, hier stinkt's auch. Okay, einmal hier Disco-Fox-mäßig über die Tanzfläche rüber, Leute. Und jetzt Tür auf. Schnell. Gut. Zum Glück weiß niemand, wer ich bin. Und was ich hier mache. Das ist nämlich ein Geheimauftrag, ne? Weil keiner hat mitbekommen, dass ich weiß, dass die Captain Steve einfach geklaut haben. Einfach entführt. Okay, jetzt sind wir angekommen. Alles klar. Jetzt schnell ins Haus rein. Captain, wo bist du? Wo haben sie dich nur hingesteckt? Okay, aber hier sieht es ja eigentlich schon echt gemütlich aus, muss ich schon mal sagen. Und sauber für irgendwelche solche Halunken. Sind sehr ordentlich, ne? Okay, hier bestimmt nicht auf dem Klo. Wo ist denn? Wo geht's denn zum Keller hier? Leute, habt ihr eine Idee? Dann schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ne, hier ist einfach nur ein Zimmer. Und was ist hier drin, ne? Geht's hier runter? Nee. Ist auch alles so voll leer. Oh mein Gott, die kommen. Oder? Jo, die kommen. Meine Schlüssel sind weg. Wer auch immer mich geschlagen hat, muss sie gestohlen haben. Verdammt. Ich hoffe, sie sind nicht in unser Haus eingebrochen. Sieht so aus, als hätten sie es getan. Warum ist das Licht an? Ich habe es ausgeschalten, nein! Als wir gegangen Was sind. Was hat der denn bitte Kommt. Schön für ein Messer? Lass uns hineingehen. Ich glaube, ich spinne. Wo? Ist das von Captain Steve? Eigentlich haben Piraten solche Messer, oder nicht? Ich denke schon. Obwohl, das ist so ein Halunke, das... Nee, glaube ich auch, dass die sowas haben. Okay, also wir müssen in den Waffenladen und müssen uns da mal eine Waffe holen. Wo ist mein Auto eigentlich? Okay, mit dem Auto kann ich nicht fahren. Hi Mann, wo ist mein Auto? Ich glaube, ich spinne. Ich habe das doch hier geparkt, oder nicht? Okay. Aha, aber das Licht anlassen im Auto, ja? Türe abschließen, aber Licht anlassen. Also das geht auch nicht, ne? So, wenn sie das nächste Mal wegfahren wollen, werden sie es merken. Batterie leer. Feierabend. Okay, ich glaube, ja, da ist der Nachtclub. Da ist auch, ja, genau. Also, was wünscht man sich mehr? Nachtclub und nebendran einfach mal so eine Waffenladen. Kann man mal machen. Warum nicht? Also, da frage ich mich, wo die Polizei ist. Die müsste doch genau ein Haus weiter sein. Also, bei sowas... ist ja nur Drama vorprogrammiert. Okay, ich brauche $500. Ja, natürlich habe ich nichts. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie... Ich muss einbrechen. Oh mein Gott, Kapitän Steve! Merkst du eigentlich, was ich hier alles mache für dich? Ich muss hier in fremde Häuser einbrechen, um Geld zu stehlen. Und für... Nur wegen deiner Freiheit. Hey... Wenn ich da nicht irgendwie einen Orden oder so einen Nobelpreis bekomme, dann weiß ich auch nicht, ne? Okay, ist hier was drin? Jo, $100 haben wir schon. Alles klar. So, jetzt das nächste Haus. Schauen wir mal. Ich hoffe, wenn jetzt überall nur $100 ist, dann muss ich ja in 5 Häuser reingehen. Naja. Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ah, vielleicht sind die ein bisschen reicher. Die sehen ein bisschen reicher aus. Okay, ja, genau. $200 hat uns das Haus bis jetzt gebracht. Okay, hier unten ist ganz leer. Vielleicht
frisch eingezogen. Aber Dankeschön, liebe Leute, für $200. Und jetzt nehme ich meine Abkürzung. Ja, hier ist noch ein Haus. Okay, vielleicht kann ich durch das Fenster rein, wie so ein richtiger Einbrecher. Aber nein, okay. Habe ich leider nicht geschafft. Dann einfach ganz normal. Ich bin kein Einbrecher, ich wohne hier. Alles klar. Ja, nochmal $100. Okay. Warum sind hier überall die Lichter an den Autos? Kann mir das bitteschön mal jemand erzählen? Also, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben sie hier irgendwo eine gute Werkstatt. Okay, hier sind wir jetzt nochmal an einem großen Haus. Ja, da könnte vielleicht was gehen. Irgendwie ist die Einrichtung auch gleich, oder? Alle frisch am Einziehen oder am Ausziehen. Leute, mit solchen Ganoven in der Nachbarschaft, also da würde ich hier auch nicht wohnen wollen. Ja, super, genau. Und nochmal $200. Das heißt, wir können jetzt einfach wieder in den Waffenladen reingehen und uns eine Waffe holen, damit wir die Halunken besiegen können. Und endlich Captain Steve wieder haben. Unser alter als geliebter Captain Steve. Und da ist auch einfach mein Auto. Warum steht mein Auto hier? Okay, ne, die Seite konnte ich nicht. Alles klar. So, jetzt kann ich wenigstens mit dem Auto zum Waffenladen fahren. Okay, das war jetzt nur eine Ecke, aber naja, gut. Ging schneller so. Ich weiß immer noch nicht, wer mein Auto da hinten hingeparkt hat. Also, keine Ahnung. So, jetzt her mit der Pistole. Alles klar, ich hab sie. Okay, ja, die funktioniert. So, das haben wir jetzt gelernt. Nicht von der anderen Seite, von der Fahrerseite. Einfach einsteigen und los geht's. Und ich habe sogar noch $100 extra. Tja, wie nice ist das denn? Also, kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Naja, dann gehe ich mit dem Captain Steve vielleicht auch in den Club. Ich habe niemanden gefunden. Habt ihr den Keller überprüft? Hm. Ich kann die Schlüssel nicht finden. Ich denke, jemand hat sie gestohlen. Wie konntest du das geschehen lassen? Was sollte ich tun? Dieses Kind kam einfach zu mir, als ich auf dem Klo war und gab mir voll eine aufs Maul. Ihr seid beide Loser. Zum Glück habe ich einen Ersatzschlüssel. Kommt jetzt. Also Bernhard, lasst uns nach dem komischen Piraten schauen. Ja, der hat immer irgendwie einen Plan B auf Lager. Aber trotzdem, das ist ja halt auch einfach der Boss hier, ne? Also die müssen ein bisschen mehr Grips haben wie die anderen. Aber trotz allem hilft es alles nichts und ich werde Captain Steve jetzt holen. Du weißt, wer eingebrochen ist. Wer war es? Spuck es aus. Oh, ich weiß es nicht. Ich schwöre es auf mein Schiff und meinen Schatz. Bitte. Lass mich einfach gehen. Er lügt. Der, wo eingebrochen ist, hat mir auch eine aufs Maul gegeben. Sag, wer war es? Komm her. Du Clown. Oh mein Gott. Captain Steve, ich komme. Ich komme. Was soll das denn? Oh mein Gott. Die hat mir eine verpasst. Hol sie dir. Ja, Henry, hast du nicht gedacht, dass ich's war, ne? Und lass mich in Ruhe. Nee. Geh bloß weg hier. Ich sag's euch. Nein. Wow, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geh weg, geh weg. Okay. Haben wir alle geschafft? Leute, das war jetzt mal mega Summer. Okay. Captain Steve, du siehst überhaupt nicht gut aus. Was ist los mit dir? Ich hab doch nur auf die anderen geschossen. Okay, mit den Schlüssel krieg ich dich nicht weg. Captain Steve, sag doch was! Sag doch irgendwas! Oh mein Gott! Bewusstlos! Jetzt schnell raus mit dir ins Auto, komm!
Okay, der eine macht einfach einen Handstand, aber zum Glück habe ich den erledigt. Okay, schnell ins Auto, Steve. Steve, bleib bei mir. Steve, schnell, 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 wo ist das Krankenhaus? Zum Glück ist keiner auf der Straße. Schnell! Okay, hier. Hier sind wir schon. Okay. Ach du Heiliger. Schnell. Wir kümmern uns alles um ihn. Alles klar, okay. Die haben jetzt Steve abgeholt. Captain, morgen segeln wir weiter. Und wir haben es geschafft, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye.